Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Im letzten Part haben wir einmal den Flinkenflitzer entdeckt, dort die Tutorials auch mal gemacht und schon das erste Turnier, das ist überhaupt nicht schwer. Oh Gott, nein, nicht Panda. Überhaupt nicht schwer ist gemacht. Haben hier jetzt, ja, wobei er noch gesagt, bei Rico haben wir dann einmal ein Bosskampf getriggert, wo wir dann gleich gesagt bekommen haben, yo, hör mal, deine Sturzleiste ist jetzt leider so gering, du musst schlafen gehen. Und den Boss haben wir somit resettet. Haben hier bei Sora Ryan getroffen, die keine Erinnerung mehr hat. Und jetzt wollen wir Nico suchen gehen, falls er Antworten darauf hat. Und ja, Sturzboni haben wir auch freigeschaltet. Hey, Neku, it's you. Sora. What? You actually still trust me? Of course I do. But you know that I tricked you, right? That guy in the black coat? He said he could send me home. Me and my partner. But I had to bring you to him first. Sorry. No big deal. When it really mattered, you stood up for me. And besides, we're friends, right? Friends. Oh, hey, Neku. This here is Rhyme. Is she your game partner? No. Sorry. I'm teamed up with somebody else. Huh? What? Rhyme! Neku! Huh? Hey, wait! Out of my way! Jo, auch hier. Boss Time. Und natürlich der Kistenklopper da ganz oben. Miauhauer. Joa, macht so ein bisschen Schaden. Ich frage mich, wie es jetzt enden wird. Jo. Bislang läuft es viel zu gut, muss ich sagen. Okay. Mich wundert es echt, dass ich noch nicht einmal getroffen wurde. Sagt er und wird gleich getroffen. Ich bin zu klein, um getroffen zu werden. Was? Ist das denn Ernst? Dein Ernst? Oh, warte. Ich konnte genau das damit machen. So schaden nämlich immer. Geh dahin, in die Mitte. Nicht irgendwo rumspringen. Danke. Vielleicht etwas zu weit weg, aber... Dein Ernst? Er konnte mich nicht treffen, weil ich zu klein bin? What the fuck is this shit? Okay. What? Habe ich mich gerade teleportiert? HP-Höchstwert und Deckkapazität erhöht und der Boss war einfach viel zu einfach. Aber hey, hier sind wir jetzt, wo wir mit Rico waren. Irgendwie dämlich, dass er mich nicht hätte treffen können. Und das Gesicht. Oh, ich bin erlöst, was habe ich nur getan? Nee, ehrlich. Der Gesichtsausdruck war irgendwie schon so etwas. So, was hat das jetzt nochmal mit den Lichtern auf sich? Oh. Riku! Hold on, Sora. Huh? Joshua. Hello, Neku. How long the days without you have felt.
I'm glad you're okay. Neku, do you know this guy? Yeah, Joshua. He's my friend. Okay. Are you the one who took Rhyme away? And why do you know my name? If you'd like to settle down for a sec, I'll field your questions one at a time. Let's start with Rhyme. I'm hanging on to her dreams for her. They're my portal. Huh? Let's just say her dreams are a gateway between worlds. Oh. Next question. How could I possibly know your name, right? This town has a little secret. It only appears when someone out there has need of shelter. I'll spare you the details, but right now it's made up of my dreams. So of course I know you. I dreamed you up. I know your best friend Riku, too. Really? You know Riku? Well, yeah. I'm kind of omniscient. Then where is he? He's right inside this projection. In another imagining of this world. You mean another Traverse Town? Can I get there with your portal thing? Sad to say, it won't work for you. My portal thing only opens for the one with Rhyme's dreams. In this projection, you're seeing another chain of events, in another world trapped by the Dream Eaters. As for how the world got split in two, I have a feeling you'll need to ask this guy. Him again. Huh? Who's that? Beat. Shiki. Riku. Schädelklopfer. Ja, ist kein Schenkelklopfer. Aber hey, ein Schlüsselschwert mit ausgeglichenen Angriffs- und Magiewerten. Ja. Der junge Sihanort, oder Mann in der schwarzen Kutte, wie man ihn so nennen will. Ich weiß nicht, man könnte sich ja irgendwie auf was einigen. Hat einmal kurz, glaube ich, nach rechts geschaut und somit Sora angeguckt. Ist die Frage, sieht er die andere Welt? Oder die Leute, die da in der anderen Welt sind? Oder sieht er sie nicht? Das ist hier so eine Frage. So, zum ersten Mal sind wir jetzt auch auf der World Map. Wir haben einen neuen Ring freigeschaltet und ich glaube, es war so, man konnte sich jetzt aussuchen, welcher man von diesen dreien gehen will. Bewege dich auf der Weltkarte zwischen den Welten hin und her und wähle aus, wohin du dich als nächstes begeben möchtest. Drücke Dreieck, um die Welten aufzurufen. Im Anschluss kannst du dann auch den eigentlichen Sturz ausführen. Okay, Vorschau, die Stadt Traverse. Was es mit dem Symbol so auf sich hat, wird, glaube ich, erklärt. Mit dem Sturz können sich die Dream Eater und Glücksbringer ändern, die in einer Welt auftauchen. Okay, das war's. Also nach nochmaligen Besuchen könnte da was anderes sein. Mal gucken, was jetzt überhaupt hier steht in Traverse. Sturz einleiten und Charakter wechseln. Ach, es war ja so bescheuert, dass man jedes Mal, wenn man in eine verdammte Welt geht, erstmal den Charakter wechselt, oder? War das so? Da bin ich fertig. Jetzt sind da irgendwelche anderen Bären und da sind dann irgendwelche anderen. Okay. Normales Wetter. Ein ruhiger, ereignisloser Tag. Ballon, Potion, Bonbonbrille. Ja, okay. Ich muss sowieso in jede Welt ein paar Mal, also gucken wir schon noch so, womit es sich auf sich hat. Kampfstufe 8. Welches Level haben wir?
6? Diese Welt besuchen. Ach ja, das dauert ja jetzt erstmal. Hätte vielleicht doch was anderes machen sollen. Besiege 15 Feinde zum Ziel. So, da haben wir jetzt schon mal 3. So, das sind 6. Och, Mann. Dafür habe ich aber Punkte bekommen, wenigstens. So, wir haben 6 Gegner. Das hier sind 5, sind 11. Das sind immer noch keine. Autsch. Autsch. Hört doch mal damit auf. Dass ich nach einer Dreierkombo so lange nicht mehr angreifen kann hier. Oh, wow. Da habe ich beinahe nichts mehr gesehen. So, Feuerbrunst. So, noch ein paar Punkte eingesammelt. Die sollte ich, glaube ich, nicht berühren. Au, so minimal an der Kante noch. So. War schlecht. Aber man kriegt trotzdem noch ein A. Noch. So. Mal 1000 Punkte. Ja. Wir bekommen Wasserfass. Ah. Ein neues Item, was wir brauchen, um ein neues Minispiel mit den Dream Eatern zu starten. Das sieht de Cloche. Keine Ahnung, wie man aussprechen tut, weil ich nichts Französisch. Je m'appelle Fromage. Ach so. Eine neue Welt, die es in Kingdom Hearts noch nicht gab. Stop. What? Who? Me? I've never seen you before. Your name? I'm Sora. Such disgusting attire. I know what you are. Judge Frollo. Sir. What is the matter, Captain Phoebus? Can't you see I am interrogating this gypsy? This kid here? But, sir, he's just a boy. I shall be the judge of that. Now, Captain, did you have something to report to me, or did you not? Yes, sir. Monsters. They've invaded the square. Monsters? I'll take care of it. Hey, wait! It's not safe! This city is overrun. For decades, I've worked to purge the city of those wretched gypsies. And now the streets teem with even more disgusting vermin that threaten law and order. Ja, immer diese Politiker. Realitätswandel, Glaubensweg. Rutsche die leuchtenden Linien entlang und füge dabei getroffenen Gegnern Schaden zu. Wenn von einem Punkt mehrere Linien ausgehen, benutze den linken Stick, um die Richtung zu wählen, in die du weiterrutschen möchtest. Ja, jede Welt hat einen anderen Realitätswandel, das haben wir ja schon irgendwie mitbekommen. Ach ja, da war ja was. Boing. Hä? Was? Keine Kiste? Gar nichts? Ah, I'm enttäuscht. Ich muss zu dem... Oh, du lässt mich nicht weg. Oh, du lässt mich hier auch nicht rein. Ja gut, bevor wir dann großartig was anfangen, würde ich sagen, gucken wir uns doch mal gründlich im Shop um. Das war jetzt gründlich, nein. So, wir haben... Ich glaube, ich brauchte die lebhafte Einbildung, um den Panda zu machen. Zottellöwe, Flossfatale und Ruhe-Robben. Wanguin! Oh, den muss ich haben. Also erstmal gucke ich, was ich nochmal... Ich komme mit dem Menü immer durcheinander. Gruppe ändern Geister. Geister? Ja, das war richtig. Vorschau-Bonus. Chance auf Erhöhung des Magiewertes. Okay. Lebhafte Laune. Okay.
Lebhafte Laune und liebliche Einbildung. Weil ich will schon so irgendwie haben, dass ich im Team einen habe, der noch nicht so gut gelevelt ist, damit man nicht immer, jo, alle auf einmal zufälligerweise fertig gelevelt, so haben wir jetzt drei, die total nicht gelevelt sind, die erstmal total aufs Maul bekommen. Sowas ist relativ bescheuert. Deswegen will ich da schon irgendwie ein wenig Abwechslung bekommen. Also. Lebhaft eine? Ich habe keine Ahnung mehr, was das war. Aber den Ziegenbock will ich ja sowieso nicht machen. Also, ich kaufe mir einmal den Banguin. Einmal die Flossfatale. Und dann muss ich jetzt mal gucken, was die brauchen. Zügellose Laune, edle Einbildung, das dauert auch noch. Und davon haben wir noch gar nichts. Ich mag den Pinguin. Auch wenn die Rang E sind. Sind alle Rang E. Nee, das alles habe ich nicht. Ich habe schon wieder vergessen, was die anderen brauchen. Naja, aber Laune habe ich nicht und Einbildung war Liebhafte oder Lebhafte? Ach, wer weiß das schon. So, Ruhe. Ich gebe echt meine ganze Zahl einfach dafür aus. Eigentlich sollte ich eins von denen nehmen, weil ich die wahrscheinlich herstellen könnte. Aber nö. Warum sollte ich? So, Schlüsselschwerter. Ganz wichtig. Ja, wow, erhöht das die Werte. Zwei Angriff mehr, drei Magie? Für den Anfang? Ja, warum nicht? Nehme ich. So, was brauchen wir jetzt für die Robbe? Ja, ja. Auch etwas, was wir total nicht haben. So, was könnten wir denn so gesehen herstellen? Den Zottellöwen. Hätte ich ein Rezept dafür. Haha, brauche ich ja nicht. So, zügellose Laune, Zottellöwe. Ich kann den Bock herstellen, Rang C. Ja, nice. Oder ich kann die Flossfatale herstellen. Wenn ich genug hätte, ne? Das ist so die andere Sache. Ja, das ist so die andere Sache. Aber den hier könnte ich herstellen. Den mag ich nur leider nicht. Und ich habe noch irgendwie keine Namen bekommen. Von wegen, wer was sein... Was? Hybriden. Was ist das denn jetzt? Hat es jetzt gerade eine 40%ige Chance, der Zottellöwe zu werden? Rang B, hauptsächlich das. 30%ige Chance, was anderes zu werden. Als, ja, wow. Sag mir jetzt nicht, wenn, dass man einige Dream Eater nur auf solche Hybriden wegen bekommt. Uiuiui, wer bist du denn? Oh mein Gott. Auf diese Wahrscheinlichkeiten habe ich nämlich keine Lust. Um ehrlich zu sein. Oh, Giftechse. Tamaschaf, Giftechse. Ich glaube, die Giftechse war nützlich. Bin mir da aber nicht mehr sicher. Aber so an für sich will ich auch nicht unbedingt jetzt irgendwas machen. Ich habe ja noch zu leveln. Eigentlich hätte ich einen schon gerne gehabt, aber... Ich habe noch keine Namen. Und, für die ganzen hier. Und will die auch nicht unbedingt benutzen. Ich will eigentlich den Panda herstellen. Und den Pinguin. Und den Fisch. Aber wobei, den Fisch hätte ich machen können, ne? Ist aber so die Frage, was brauche ich für den Fisch? Was brauche ich für den Fisch? Ach, dafür habe ich nicht genug gehabt für den Fisch. Das war's. Und mit den anderen konnte ich den Fisch nicht machen. Okay, das heißt wohl nichts davon. Ich werde dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen rum experimentieren mit den Dream Eatern und die jetzt noch mal ein bisschen streicheln.
Und dann sieht man sich im nächsten Part wieder, während wir auf den Platz gehen. Und, ja, das Dorf hier vor den Monstern beschützen, nachdem wir echt freundlich begrüßt wurden. Um dann danach irgendwann zu Rico zu wechseln. Ich sag, bis zum nächsten Mal. Erst 31 Sturzpunkte. Bis dann. Viel Spaß und tschüss.